Gut. Bin ich dran, oder? Jetzt darfst du endlich wieder, ja? Yes. Du kennst die Folge von den Simpsons, oder? Wo Mr. Burns so ein großes Projekt hat. Das ist, ich glaube, die Folge hat geheißen, wer erstach Mr. Burns? Du meinst das, wo er die Sonne verdunkelt hat? Genau. Es gibt da eine Idee. Ah. Von israelischen Forschern. Sie wollen die Sonneneinstrahlung reduzieren, indem sie die Erde aus dem All beschatten. Sie haben sich das durchgerechnet und es wäre prinzipiell möglich. Es wäre ein extrem teures, riesiges Mega-Mammut-Projekt, aber prinzipiell wäre es mit den technischen verfügbaren technischen Möglichkeiten nahezu möglich. Und zwar ein Sonnensegel. Nahezu. Ich sage jetzt nahezu, weil man müsste halt tausende SpaceX und Arianes und was auch immer noch oben senden. Man bräuchte ein Sonnensegel mit einer Fläche von 2,6 Millionen Quadratkilometern. Ah, nicht mehr. Das ist ungefähr siebenmal so groß wie Deutschland. Und das würde es erlauben, die Erde so weit zu beschatten und abzukühlen, dass uns der menschengemachte Klimawandel auf lange Sicht hin keine Probleme mehr machen. Das heißt, es würde wieder kälter werden. Man könnte, weil wir davor bei Photovoltaikpanelen waren, die wären dann auch ein bisschen weniger effizient wieder, gell? Also die ganze Effizienzsteigerung, was man jetzt durch die Forschung gewonnen hat, wäre dann teilweise zunichte gemacht. Das heißt, man müsste eigentlich dann wieder Braunkohle verfeuern, um das auszugleichen, dass die Photovoltaikpaneele nicht mehr so effizient sind. Was noch mehr CO2 bedeuten würde, was noch mehr bedeuten würde, dass sich die Erde noch Wir mehr brauchen nur wärmt, mehr dass man noch mehr Segel. Sonnensegel braucht. Es ist eine strunzdämliche Idee. Aber mir hat das so an Mr. Burns erinnert und ich habe mir gedacht, ich will es kurz erwähnen. Allein wo baut das Ding Baum? Wo? Im All? Das baust du ja Ja, nicht wie da unten zusammen. Du schickst da Die halt. Welt, die Wellen das Ding im All zusammenbauen. Du schickst da halt die Einzelteile auf und das wird halt dann oben Roboter gestützt oder ja, aufgebaut. Das ist ja. Also den Punkt, was sie sich ausgesucht haben, der ist eh cool. Das ist der Lagrange-Punkt L1. Das ist der Punkt zwischen Sonne und Erde, wo sich die beiden, die Gravitation von jeweils Sonne und Erde ja, so ausgeglichen sind, dass Objekte, die da drin sind, prinzipiell drin bleiben auf dem Punkt, also in der Gegend. Also es wird weder zur Sonne hingezogen noch zur Erde hingezogen. Also es gleicht die Anziehungskräfte gleichen sich in dem Fall aus. Und man braucht halt nachher nur 2,6 Millionen Quadratkilometer großes Sonnensegel, um die Erde etwas zu beschatten und damit den Klimawandel aufzuhalten. Ich weiß nicht, was für ein Material das gemacht sein soll. Das ist, glaube ich, egal. Lassen wir es einfach egal sein. In meinen Augen ist das so eine richtige FDP-Lösung. Einfach in Klimawandel mit Technik erschlagen. Ja gut, das, ja, das, okay, das, da haben andere ja gesagt, du musst Technologie offen sein. Genau. Sei mal technologieoffen, bau mal fette Sonnensegel, weil dann können wir wieder so tun wie bisher. Ja, das ist natürlich, du, das ist das Rätsels Lösung. Boah, das ist. Und dann kommt der erste große Superbösewicht, der nach 10 Jahren oder 20 Jahren weiterer Kohlendioxid in die Erdatmosphäre pusterei, sagt, haha, und jetzt habe ich das Sonnensegel entführt und ich habe hier meinen roten Knopf.
Ja, Schnurli. Ah, ja, Schnurli. Ja. Dr. Evil Trump oder sowas. Keine Ahnung. Es ist hirnrissig. Ich glaub, wir haben andere Möglichkeiten, dem Klimawandel ein bisschen entgegenzusteuern. Ja. Gut, das ist so viel dazu. Das war jetzt nur auch so eine lustige Nachricht, die ich gelesen habe. Also, es hätte eigentlich schon nur der Spaßpix reinpacken können. Oh, hätte ich.